Hallo zusammen, heute machen wir einen Schweizerdeutsch-Crashkurs. Bestimmt auch nützlich bei den deutschen Zuschauern. In der Schweiz wir sagen Ross und nicht Pferd. Hört auf damit. Kirsche ist Kirsi. Wer Kirsche sagt, ist bestimmt auch Pizza mit Ananas. Zu Kekse sagen wir Guetzli. Kekse, so ein Seich. Karotte gleich Hübli. Bitte merkt euch das, sonst lupft es mich. Müll gleich Hübeln. Wer was anderes sagt, kann sich hübeln. Zu Marmelade sagen wir Gonfi. Gon? Vieh. Zu Treppen sagen wir Stegen. Zum Beispiel, ich bin gestern die Stegen heruntergefallen. Arbeiten gleich Schaffen. Machen wir auch in der Schweiz nicht gerne. Also, arbeiten. Ziege gleich Geiss. Frag mich nicht warum. Zu Schnitzelpommes sagen wir Schnippo. Einnachtend, oder? Wenn wir einkaufen, dann gehen wir posten. Also, nicht zu verwechseln mit der Post. Zu Weinen sagen wir Brühle. Also, das eh nicht vergessen. Brühle, nicht brüllen. Zu Umziehen sagen wir Zügeln. RCS, zügelt. Zu Butter sagen wir Anke. Ein Streichholz ist Zündhölzli. Hühnchen ist Pulli. Parkieren ist Parken. Paprika ist Peperoni. Schlafen ist Fuße. Wurst ist Servala. Inzwischen auch Sucuk. Übrigens muss nicht jedes Wort bei uns niedlich klingen. Darum endet auch nicht jedes Wort mit Li. Also, tschüssli.